Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 mit Mademark auf der frischen Karte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Auf Montag haben wir heute schon wieder. Mein Gott, was rennt die Zeit. Wann haben wir heute? 9.8. Bah. Was rennt die Woche? Ja, für mich ist heute 4.8.2021, 19.07 Uhr. Das heißt, es für mich heute ist Mittwoch. Bergfest, würde man dazu sagen. Ich habe die halbe Woche, haben wir schon geschafft. Schlimmstes hinter uns. Genau, ich nehme heute auf, weil ich Freitag nicht kann. Freitag habe ich keine Zeit. Und Samstag auch nicht. Warte. Laber ich gerade richtig scheiße oder laber ich gerade nur Kack? Nee, ich laber gerade, eigentlich laber ich genau richtig. Man muss sich kurz orientieren, ein bisschen. Hier steht der. Achso. Hat er schon gut was weggekriegt. Von dem Feld ist er schon gar nicht so schlecht. Ach, der steht hier immer noch. Das ist hier. Die Lage dürfte überall genug hindrehen. Ach scheiße, den hatten wir auch noch. Ja, da kümmern wir uns gleich, glaube ich, drum. So. Fahren wir dabei hinterher. Genau, ich habe nämlich, was habe ich denn? Ich muss mal ganz kurz nachdenken, warum es heute dazu kommt, dass ich heute aufnehme. Zumindest einen kleinen Teil heute. Kurz überlegen. Ich verteile das jetzt wahrscheinlich auf zwei Tage, sodass wir sagen können, heute drei, morgen vier oder heute vier, morgen drei, so in der Richtung. Freitag bin ich eingeladen. Kurzes Bierchen trinken mit unseren neuen Nachbarn. Da muss man natürlich kurz dabei sein. Was heißt kurz dabei sein? Das wird wahrscheinlich wieder zwei, drei Stunden dauern, so wie eigentlich so weit immer dauert. Das heißt, da wird ein kurzes Bierchen getrunken und deswegen habe ich da keine Zeit, weil es fängt halb acht an. Ja, bis ich anfange aufzunehmen. Auf dem Freitag ist halt auch schnell halb acht. Ach, das heißt, da habe ich keine Zeit. Freitag steht noch ein bisschen was so auf dem Plan und ich hoffe, dass es mir Freitag gut geht. Samstag meine ich. Denn ich werde Samstag, ich werde Freitag das zweite Mal geimpft mit BioNTech. Haben sie jetzt vorgezogen. Zwei Wochen haben, also, ja, genutzt, ja. Ich hätte genau in zwei Wochen gehabt. Jetzt haben sie es um zwei Wochen vorgezogen. Finde ich nicht schlimm. Denn in der eigentlichen Woche, wo ich geimpft werden sollte, bin ich auf Lehrgang. Das heißt, es passt ganz gut, dass sie es jetzt wirklich vorgezogen haben. Da muss ich mich darum nicht kümmern. Dann kann ich ganz normal Lehrgang machen, ist das Thema erledigt. Du musst da nicht noch erst hinterher und so ein Kram. Da habe ich nämlich nicht so Lust drauf, wenn ich ganz ehrlich bin. So, wir machen jetzt, indem wir jetzt den FF vorne hinstellen. Sagen so. Klick nochmal auf Speichern. Dann läuft das nämlich jetzt gleich schon von alleine. Und wir holen hier nochmal einen Nachschub, denke ich mal. Genau, wir sind ja schon selber ein bisschen unterwegs, gerade ein paar Sachen fertig machen. Ah, der X9 ist voll. Gleich mal gucken, ob ich der LKW ist auch beim Abladen. Dann müssen wir gleich mal gucken, ob sich der LKW bewegt. Habe ich den LKW überhaupt aktiv geschaltet? Ja, habe ich. Der ist nämlich ausladen. Gerade. Das heißt, der braucht eh noch ein bisschen. Egal. Wie gesagt, ich werde zweite Mal geimpft mit BioNTech. Finde ich halt ganz praktisch, dass die es jetzt um zwei Wochen vorgezogen haben. Und dann brauche ich mich darum schon mal keinen Kopf mehr machen, wie das ist mit Lehrgang und so weiter, weil das, der Betrieb ist genau mittig. Fürs Impfen müsste ich nach links fahren. Dreiviertel Stunde.
Und für den Lehrgang müsste ich eine Dreiviertelstunde vom Betrieb aus nach rechts fahren. Also da bin ich ja schnell anderthalb Stunden, zwei Stunden unterwegs, wenn ich vom Impfen dann zurückfahren würde. Aber wir müssen eh zum anderen X9, weil da der Johnny vorhängt, den machen wir noch selber. Aber wir fahren dann kurz hier runter und dann machen wir das. Wir haben ja keinen Stress. Also wie gesagt, da müssen wir mal gucken. Wie gesagt, ich hoffe, dass es mir gut geht, aber ich denke schon. Ich hatte letzte Mal ja so, es war so ein Tag, da ging es mir halt einfach nicht so gut, muss ich sagen. Aber ich denke, das ist jetzt ein zweites Mal passiert, das ist dann die Nebenwirkung, damit kann ich sehr gut leben. Wenn ich dafür einen milderen Verlauf habe, ist das alles sehr gut. Genau. Sonst ja. Ich überlege gerade, ob sonst irgendwas Spannendes gibt. Naja, viel zu arbeiten. Ja, doch schon. Also können wir jetzt nicht sagen, dass wir jetzt die Eier schaukeln. Das ist, sagen wir jetzt mal so, nicht. Das haben wir auch aktuell nicht. Welcher ist das denn? Ach, der mit meinem Genie. Und bei dem anderen hängt irgendwo der TGS hier fest, glaube ich, oder? Achso, die haben sich... Achso, die haben sich hier entgegengekommen. Also wie gesagt, das ist, ich hoffe mal, dass es gut wird. Und Samstag habe ich halt auch noch was vor. Wenn es mir gut geht, wenn es mir scheiße geht, dann nicht. Aber da gehe ich jetzt nicht von aus, dass ich halt Samstag wahrscheinlich auch einen halben, dreiviertel Tag nicht da bin. Und es steht natürlich auch noch so ein paar andere Kleinigkeiten an. Rasenmähen müsste ich auch ganz dringend. Aber ich muss heute Abend aufnehmen. Ein bisschen deswegen jetzt auch umso früher, umso besser, dass ich auch noch ein paar andere Sachen heute machen kann. Ach ja, der normale Wahnsinn aktuell. Der normale Wahnsinn. Ich hoffe mal, dass der TGS auch zum Drescher hinfährt. Trinken nicht vergessen. Ah, der fährt da gerade hin, das ist doch perfekt. Müsste danach schon noch einmal abladen können, oder nicht? Obwohl, wir sind ja direkt am Hof, da können wir direkt hinterher fahren. Wie gesagt, ich muss mal gucken. Ich weiß gar nicht, ich hab's echt nicht mehr im Kopf. Ich hab's schon vergessen, mein Ameisengedächtnis ist einfach nur Bombe bei sowas. Wir haben ja Björnholm, habe ich jetzt zwei, drei Folgen gebracht. Ob die ganz gut angekommen sind, habe ich jetzt komplett im Kopf, komplett verdrängt. Ich denke es ja schon. Vielleicht machen wir dann noch ein paar. Ich muss aber auch unbedingt mit Marcel mal wieder einen Termin finden, dass wir da nochmal wieder eine Runde zocken. Weil ich war jetzt relativ eingespannt, er war jetzt auch eine Woche auf Urlaub. Das heißt jetzt auch schon über zwei Wochen her, wo wir das letzte Mal gespielt haben. Muss ich ja mal gucken, dass ich damit muss halt irgendwie mal einen Abend wieder kriege, wenn wir das zeitlich schaffen. Irgendwie ein, zwei Stündchen oder so. Weil geht ja nicht, dass wir da gar nicht zocken aktuell. Das ist ja nicht so. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir da auf jeden Fall nochmal wieder ein Röhnchen machen. Genau. Sonst ja. Ist ja relativ unspektakulär, meine Woche. Muss ich ja sagen. Also ist jetzt relativ überschaubar, würde ich sagen. Ist nichts Spannendes vorgefallen oder so. Normal weg gerade, würde ich so sagen. Genau, ein bisschen leichten Stress. Ja, letzte Woche ein paar Stunden mehr gemacht. Und jetzt diese Woche bisher ganz normal. Spontan sagen, heute war ich früh. Ich bin um 17 Uhr von der Firma weggefahren. Ich war um 5 nach, war ich beim Tanken. Also das ist schon richtig gut gelaufen. Es steht natürlich jetzt optimal. Komm jetzt hier, fahr aus deinem Rohr. Fährt jetzt erstmal weiter, der kleine Bodenkobold.
Jetzt bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ach komm, weißt du was, hier, lad, mach hier mal auch deinen ganzen Kram selber, das ist doch die größte Verarsche halt, anstatt dass der Penner einfach stehen bleibt. Stell dir weiter weg, falls jetzt dann nochmal auf den Gedanken kommt, Kacke zu bauen. Kann halt selber machen. So. Steigen wir jetzt wieder in unseren 8R ein. Das ist eh viel schöner. Ja, vielleicht kriegen wir noch ein Fass ausgebracht heute. Genau, also wir müssen ja sagen, aktuell gibt überfluten wir, oder werden wir gerade überflutet von neuen Informationen über einen neuen LS. Ich bin auch schon sehr gespannt. Und die Erscheinung ist auch gar nicht mal mehr so lange weg. Da freue ich mich wirklich, sagt schon drauf. Das heißt, sonst bleiben auch von der frischen Karte auch gar nicht mehr so viele Folgen. Finde ich ja dann ein bisschen traurig. Wir müssen natürlich gucken, was wir dann weitermachen. Ich möchte ein LS-Projekt haben. Aber bis wir Kursplay, Autodrive und sonstige Sachen wieder im LS haben, da wird es wahrscheinlich eine Zeit dauern. Das heißt, wir werden wahrscheinlich dann erstmal klein anfangen. Ich weiß noch gar nicht, ob wir uns Standardkarten angucken. Ich denke schon, aber gehe auch davon aus, dass wir es nicht so vielen Karten machen. Weil ich, wie gesagt, von Standardkarten jetzt nicht so der Freund bin. Mal überlegen, wir sind jetzt auf dieser Karte knappe 600 Folgen dabei. Haben jetzt über 300 Spielstunden auf der Karte. Also muss ich mir selber schon mal überlegen. Also ob ich das auf so einer Standardkarte hinkriege, ich glaube es kaum. Ganz ehrlich, hätten wir hier noch ein bisschen aktiver mitgemacht und hätten wir von Anfang an angefangen bei sowas, da wäre hier das, glaube ich, ein richtig, richtig, richtig großes Projekt geworden. Da hätten wir locker flockig 900 an die 900 Folgen schaffen können. Und ich glaube, wir brauchen im neuen LS auch wieder irgendwie was in diese Richtung. Wo wir sagen können, ja, das brauchen wir. Also irgendwas so, was... Irgendwie sowas anderes, also was anderes nicht, aber wir brauchen so ein bisschen... Ja... Ich hätte natürlich wieder ganz gerne sowas wie die Nordfriesische Marsch. Die Nordfriesische Marsch ist meiner Meinung nach einzigartig, was es so von den Karten her gibt. Das heißt, da bin ich halt so ein bisschen so aufgeschlossen mit, das könnte schwierig werden, dann Nachfolger im Endeffekt zu finden für den. Denn im Endeffekt brauchen wir irgendwas, wo wir sagen können, möchte sowas haben wie das hier. Ganz viele Produktionen, schöne Feldgrößen mit Cosplay Autodrive. Dann guckt euch da mal an, was hier ein Fuhrpark rum. Allein auf dem Acker steht 1 Million Euro rum. Das ist nur einer. Dann guckt euch doch mal das Spektakel da auf dem anderen Feld da an. Mit dem JCB und den Krone-Ladewagen. Alter, davon haben wir 3 Stück. Und wie viele Flächen wir haben und so. Also, wir müssen auf jeden Fall nochmal ein Resümee ziehen, wenn wir wirklich das Projekt schlussendlich beenden. Ich weiß noch gar nicht, wie wir es mit LS machen oder beziehungsweise mit dem Wechsel machen. Denn so von einem auf den anderen Tag zu wechseln, ich glaube, das wird schwer. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Das könnte zumindest umständlich werden. Umständlich. So rum. Wird dann schon raus. Also ich glaube, das könnte... bin ich noch zwiegespalten, weil ich möchte natürlich auch was haben, wo ich Lust drauf habe, wo ich was auch vor allem Spaß macht. Ich denke, im neuen LS gibt es richtig viel zu entdecken für mich. Ich habe mich bisher ja, wie gesagt, noch überhaupt nicht spoilern lassen oder sonstige Sachen. Ich schaue wirklich unheimlich wenig davon. Ja, sicherlich, so ein paar Sachen weiß ich auch. So mit den Trauben und sonstige Sachen. Ja, sowas weiß ich auch. Oder mit den Sachen. Ich habe natürlich auch schon so ein paar Sachen habe ich natürlich davon auch schon gesehen und finde sie auch unheimlich geil, muss ich sagen. Also, deswegen, also da muss ich sagen, das gefällt mir auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich will mich da jetzt gar nicht zu sehr in die Sache vertiefen. Ich will einfach so ein bisschen entspannt mich darauf freuen, dass das kommt. Da müssen wir sagen, ja, der Johnny hier, der macht auch gut seine Metas, ja, also wir reißen hier gerade schon relativ gut weg.
So, der hängt jetzt im Autodrive. Der berechnet Fahrt, der kommt hier nicht weg. Naja. Das soll aber nicht euer Problem sein. Ich bedanke mich, wie gesagt, erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich morgen wieder. Weitere Folgen und frische Maß. Bis zum Erscheinen des LS haben wir noch ein paar Tage. Von daher lassen wir uns da aktuell gar nicht kuddel machen. Da sind wir auf jeden Fall noch ein paar Tage mit dabei. Ein paar Folgen kommen noch. Aber wir können uns natürlich schon so langsam ein bisschen Gedanken machen, was passiert, wenn. Das machen wir morgen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.